April, April, der macht, was er will. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Heute mal wieder ohne Facecam. Ja, und ihr könnt mir auch ruhig in die Kommentare schreiben. Toto, warum denn ohne Facecam? Nein, die Facecam ist da. Sie ist immer noch da, wo sie eigentlich immer ist. Nur, sie ist einfach aus. So einfach ist das. Aber ich habe gedacht, ja, der April, April macht, was er will. Das ist ja eher so ein bisschen aufs Wetter bezogen. Nur habe ich heute gedacht, ich bin mal Fuchs und nehme mal so richtig den 1. April mit hier. Supercell hatte ja angekündigt, das Update rauszubringen. Vielleicht bringen sie es ja auch noch. Und ich lasse mich jetzt mal so richtig in den April schicken. Keine Ahnung, Leute. Aber sie haben dann ja heute irgendwie doch das Update scheinbar verschoben. Ich habe es heute Morgen schon auf Twitter natürlich verfolgt und dann auch im offiziellen Forum, wo man das natürlich bedauert, dass ein April-Scherz jetzt zu einem April-Scherz wird. Und es aber scheinbar so ist, denn im Laufe des Morgens kam ja dann noch ein anderes Event reingeflattert. Tatsächlich geht der Timer für den Start der Liga erst morgen los. Das heißt also, ja, das erwartete Update kommt dann erst morgen. Richtig fiese Sache. Hier habe ich auch gedacht, Alter, ist das ein April-Scherz hier? Alle drei Fallen hier direkt auf die Ecke zu setzen. Also wenn man es geahnt hätte, dass ich von hier reinkomme. Naja, sei es drum. Ich habe aber gestern schon gedacht, dass wir den 1. April gehabt hätten, denn tatsächlich gibt es jemanden, der, ich meine, ich habe ja auch einen Community-Clan, das wisst ihr, und da könnt ihr ja eigentlich immer rein, sofern das Rathaus und so passt, also wir nehmen auch nicht die Ultra-Rasche auf, aber es gibt tatsächlich einen, der auch in seinen Community-Clan einlädt, allerdings, da habe ich gedacht, Alter, ist das ein April-Scherz? Als ich das gesehen hatte, ich bin auch erst sehr, sehr spät drauf gestoßen, nein, es ist kein April-Scherz. Als YouTube-Mitglied kommt man in seinen Community-Clan. Ein YouTube-Mitglied kostet 4,99 € monatlich. Muss jeden Monat verlängert werden übrigens. Also das ist kein Abo oder so. Aber ich meine, für 7 Tage in einen Clan reinzukommen, nur um dort die CWL zu spielen und danach wieder zu gehen, weil danach heißt es, nach der CWL können alle wieder rein. Also das finde ich schon an Dickdreistigkeit. Ich meine, es ist eine Geschäftsidee. Ich meine, wer dort Mitglied wird, der landet in der Freundschafts- oder in der Freundesliste von demjenigen. Das ist natürlich super und darf exklusiv auch in diesen Community-Clan immer spielen. Ach, auch nicht schlecht. Also ich meine, das ist auch eine Geschäftsidee. Ne? Könnte ich ja auch machen. Ich bin ja auch jeden Tag am Freundschaftsanfragenlisten löschen. Und ja, wäre eine Geschäftsidee. Ne? Werdet Mitglied auf meinem Kanal und ihr seid ewig verdammt in meiner Freundschaftsliste, was ihr sicherlich gar nicht werden wollt oder ihr wollt mich gar nicht als Freund haben. Naja, sei es drum. Ich war jetzt nicht geschockt, aber ich habe schon gedacht, Alter, das überbietet, das ist Dreistigkeit auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber gut, neue Geschäftsfelder entdecken, vielleicht kann man es ja so machen, keine Ahnung. Aber ich denke mal, die 1 Mille Lot hier, oder die 1 Million Lot, die konnte ich euch nicht vorenthalten. Da war ich noch so ein bisschen mit den Drachentruppen unterwegs. Das war natürlich am gestrigen Tag. Ich habe mir die Lage auch relativ voll gemacht. Es geht so, sagen wir mal so. Und ihr seht das hier, es gibt also jetzt, mach mal eben 5 Town Halls weg, dann kriegst du ein Heldenbuch, okay, die 50 Gems gönne ich mir in jedem Tag. Vielleicht wendet sich das Blatt noch, ich weiß es ja nicht, der April. Ich meine, ich bin heute noch nicht in April geschickt worden, außer von meinem Ohrenarzt. Da bin ich um 11 Uhr, also am 1.4. um 11 Uhr hingegangen, um mir sagen zu lassen, kommst du mal um 15 Uhr wieder, hurra. Denn ich habe einfach mal die Gunst der Stunde genutzt und habe gedacht, mach's mal einen Tag Homeoffice und geh's mal zum Arzt, weil ich höre schon seit Wochen auf dem linken Ohr so gut wie gar nichts mehr. Bin jetzt nur nicht zum Arzt gegangen, weil ich die ganze Zeit im Projekt war und das war jetzt nicht so, es ist ja nichts, was jetzt wehtut oder so. Es ist nur ein bisschen unangenehm, so wie ich das mal sagen. Ja, machen wir hier ein bisschen weiter im April. Wir haben also auf jeden Fall die Gunst der Aprilstunde genutzt und haben einfach noch einen Clankrieg gestartet. Wir haben einfach noch einen Clankrieg gestartet und ich bin im Moment dabei, die Burgen hier zu befüllen. Ich hoffe, ich habe jetzt, das ist ja meine eigene. Ich hoffe, ich habe jetzt genug von diesen Eistypen gebaut. Aber ich denke mal schon. Ich habe, glaube ich, eben mal nachgezählt. Ich weiß nicht, macht ihr das auch mal? Mal eben so durchzählen und gucken, was brauchen wir denn? 2 Eisgoolies, 1 Eisgoolie. Passt, wir sind nur 15. Super Sache. Und das Coole ist, das finde ich immer sehr gut, wenn man so richtig fett in die Clanburgen spendet, dann geht die ganze Meute dahin oder fliegt dahin. Also hier haben wir mal 7 Eisgolems. Ich bin wirklich gespannt auf dem 9 Eisgolem-Level, den es dann ja geben wird, beziehungsweise es gibt ja ein Eisgolem-Level drauf und er wird defensiv und offensiv geskillt. Bin auch mal gespannt drauf, wie sich das Ganze verhält, aber sieht schon cool aus, wenn 7 Eisgolis und da eine Bogenschützin, eine Dorfbewohnerin ist das, einfach mal Richtung Kuchen folgt.
Da sind sie weg. Okay, wir gehen dann einfach mal so ein bisschen rein ins Rumgefarm. Ich kann ja noch ein bisschen was an den Lagern vertragen. Ich meine, meine Clanburg ist ja zwar voll, aber so ein bisschen können wir sicherlich noch machen. Ich suche mal fix einen Gegner, das wird hier nicht lange dauern und dann bis sofort. Oh, der schick, da habe ich jetzt mal ein bisschen nachgesucht, aber der ist ganz in Ordnung, ihr habt es ja eben schon gesehen. Ich habe auch extra so ein bisschen für den Start nach dem Update wieder mal gedroppt, um mir die Lager A richtig pickepacke voll zu machen, um natürlich auch ein bisschen weiter an den Mauern zu machen. Denn es wird ja erstmal ein bisschen dauern, wenn das Update denn da ist, dass wir irgendwo dann uns die Sachen reinfahren, also vor allen Dingen Gold und Elex. Mal sehen, hat er was in der Klanburg? Oh, er hat nichts in der Klanburg, aber ich glaube, das war jetzt ziemlich laut mal gerade. Ich muss euch das mal ein bisschen leiser machen. Ich habe nämlich mal Ingame-Sound an. Ist auch mal eher selten, dass ich den anhabe. Aber zumindest hat der nichts in der Klanburg. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ja, ich will mal die Bauhütten nicht vergessen hier. Ich weiß, ich mache jetzt zwar wieder mal ein paar Pokale, aber ich muss sagen, die Armee hier mit den Drachen, den einen Lava-Hund, ich habe, glaube ich, jetzt sogar noch. Ich hab noch zweimal Drachen hier in der Clanburg. Die war ja so unschlagbar günstig die letzten Tage. Und ich farme zwar nicht so super gerne mit Drachen, aber ich meine, wenn sie so billig waren wie zu diesem Event hier, dann mache ich das natürlich ganz gerne. Auch einfach mal ein bisschen mit dem Batsbale. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Das, was ich aber machen muss, ist in jedem Fall hier hinten den Multi-Inferno immer wieder Freezer. Dann nehmen wir da nochmal den Wut direkt auf die Bats, auf die Fledermäuse. Und dann sind sie nämlich durch. Was jetzt noch kommt, okay, wenn jetzt noch Magertum kommt, aber ihr seht das hier, das ist ein Rathaus 11er. Und ich muss meine Helden auch nicht bemühen. Die nehme ich dann immer, wenn ich mal wieder ein paar Pokis droppe. Weil gerade bei den Angriffen baue ich natürlich ein bisschen auf. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Der Loot war hier in Ordnung. Und nächste Armee habe ich natürlich auch noch am Start. Aber sollte nur eine kleine Update-Folge sein. Update ohne Update. Auch nicht schlecht. Und so wisst ihr zumindest Bescheid, dass ich eigentlich am Ball war. Auch am Wochenende war ich am Ball. Denn ich habe alle Events hier mit all meinen Charakteren gespielt. Das war schon, hat ein bisschen gedauert. Denn ich bin ja jetzt auch keiner, der hier 24 Stunden am Stück spielt. Und ist das so hier? Zack, 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 ja. Der hier 24 Stunden am Stück spielt, sondern eher so ein bisschen casual, der dann auch mal ein Sonntag sein lässt. Aber ich habe es mit allen Charakteren geschafft. Und so wie es aussieht, ich gucke auch immer ab und zu mal hier und auch bei Twitter. Aber ich glaube, heute kommt das Update denn nicht. Wenn ja, wenn es denn doch noch kommt, dann haben sie mich vor allen Dingen ordentlich in den April geschickt. Aber nichtsdestotrotz, mal sehen, wie es hier weitergeht. Wir sind in der Liga ganz cool drauf, haben den letzten Klankrieg gewonnen und es war unser 400, der 4, der 400. der 300. Sieg für uns. 64-64 nach Prozenten gewonnen. 0,44%. Ne, 0,43%. Stimmt gar nicht, 0,44%. Und ist natürlich ein bisschen glücklich für uns gewesen. Aber am Ende waren wir denn doch die cleveren zum 1. April hier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ganz so oft reinlegen. Und bis dahin, bis zum Update vielleicht. Euer Toto. Flashback.